So, dann erstmal Servus, schön, dass ihr da seid. Heute wieder zum Mehr-Power-Kurs. Heute steht auf dem Programm Kräftigung, Mobilisation und die Koordination. Wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir den Stock heute bräuchten. Habt ihr den Stock alle parat heute? Ah, super, perfekt. Sehr schön. Und Ablauf heute. Wir machen uns jetzt erstmal wieder ein bisschen warm. Dann haben wir drei Übungen, wo wir den Stock noch nicht benötigen. Da machen wir noch was für den, vor allem für den unteren Rückenbereich. Auch wieder noch mal was für die Bauchmuskulatur. Und dann haben wir drei Übungen, wo wir den Stock benötigen. Einmal, also zwei sind zur Mobilisationsübung mit dem Stock, komme ich dann später näher drauf zu. Und die letzte Übung ist einfach so ein bisschen, sag mal so eine kleine Spaßübung auch, so ein bisschen Augen-Hand-Koordinationsübung. Ist auch ganz simpel, vielleicht haben wir da ein bisschen Spaß später zusammen. Aber wir fangen erstmal mit dem Aufwärmen an. Machen ganz gemütlich einfach ein paar Hampelmänner. Finde ich immer am Anfang ganz schön. Ihr könnt auch schon direkt loslegen. Finde ich immer am Anfang ganz gut, weil es ja eigentlich alles warm macht. Die Schultern werden warm, die Arme werden bewegt, die Beine. Kommen wir immer relativ gut in Aktivierung rein. So 10 Sekunden. Und bleiben stehen. Schütteln die Beine kurz aus. Hüpfen jetzt auf der Stelle. Wieder nur mit den Füßen, also mit den Fußspitzen haben wir den Kontakt zum Boden. Das heißt, wir werden nicht den ganzen Fuß aufsetzen, sondern immer nur kleine, schnelle Frequenzen mit den Fußspitzen. Machen ungefähr so 30 Sekunden, kurze Pause und dann wieder 30 Sekunden. Damit starten wir schon. Also wirklich nur auf den Fußspitzen und kleine Frequenzen. Bleiben stehen, könnt gerne wieder die Beine ausschütteln. Starten das Programm dann nochmal das gleiche. Das heißt wieder locker machen und wieder kleine Sprünge auf den Fußspitzen. Wir starten direkt wieder.
Und gut. Beine ausschütteln. Als nächstes tippeln wir so ein bisschen auf den Boden und nehmen damit aber immer unsere Arme schön mit nach vorne, als ob wir sozusagen boxen würden. Wir strecken auch immer die Arme schön aus. Unten tippeln wir und oben schlagen wir sozusagen immer schön nach vorne. Noch ca. 10 Sekunden. Und gut. Arme ausschütteln. Selber Ablauf gleich nochmal. Und wieder schön tippeln. Und wieder hier die Arme vorne mitnehmen. Nochmal 15 Sekunden. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Arme wieder ein bisschen ausschütteln. Beine auch. Machen noch was für die Beine. Mache aber noch ein bisschen auch was für den Gleichgewichtssinn. Das heißt, wir werden jetzt einfach kleine Zippelschritte auf der Stelle machen. Auf mein Kommando, ich werde von 3 runterzählen. Machen wir dann 3, 2, 1. Springen dann einfach so ein bisschen nach rechts raus auf einem Bein. Also ich bin jetzt nur auf dem rechten Bein. Halte schön dein Gleichgewicht. Danach gehen wir in die Mitte. Zippelschritte. Nach links raus, Gleichgewicht suchen und wieder in die Mitte. Einfach nur mal ein bisschen warm zu werden und auch ein bisschen so, ja, Gleichgewicht ein bisschen auch zu schulen. Wir fangen mit den Zippelschritten an. Da könnt ihr schön die Arme auch mitnehmen. Wir fangen dann mit der rechten Seite an. 3, 2, 1, raus. Kurzes Gleichgewicht, nicht ausrutschen bitte, ja. Vielleicht, ja, perfekt. Wieder in die Mitte und wieder kleine Schritte. 3, 2, 1 und links. Gleichgewicht halten, schön auf einem Bein stehen. Und Mitte. Drei, zwei, eins. Bitte. Drei, zwei, eins. Und wir werden jetzt ein bisschen schneller. Drei, zwei, eins, raus. Und bitte. 3, 2, 1, raus. Und bitte. 3, 2, 1, raus. Bitte. 3, 2, 1, raus. Bitte. Und raus. Bitte. Raus. Bitte. Raus. Bitte. Raus.
Mitte. Raus und halten. Auf einem Bein. Gleichgewicht halten. Und Mitte. Und raus. Gleichgewicht halten. Mitte. 3, 2, 1. Und raus. Voilà. Und Mitte. Und noch zweimal. 3, 2, 1. Raus. Mitte. 3, 2, 1. Und raus. Halten, halten, halten. Und in die Mitte. Sehr gut. Beine ausschütteln. Arme ausschütteln. Ihr könnt noch mal gerne was trinken, wenn ihr möchtet. Wir starten heute sogar auf dem Boden. Das heißt, ihr könnt euch erstmal auf den Boden begeben. Heute machen wir es direkt andersrum. Erst auf den Boden, dann gehen wir nochmal nach oben. Macht die Übung einmal vor. Ist jetzt eine Kräftigungsübung für auch für den unteren Rücken. Das heißt, wir legen uns auf den Bauch. Die Arme werden sozusagen zu einem U gemacht, links und rechts zum Oberkörper. Der Kopf wird nicht abgelegt, das heißt die Nasenspitze sozusagen so 2 bis 3 cm von der Matte entfernt. Und jetzt nehmen wir einmal die Arme nach oben und versuchen sozusagen die Schulterblätter aneinander zu pressen. Das ist so eine Art, wie so eine Butterfly-Übung, die man auch am Gerät macht. Ich glaube, die haben wir auch schon gemacht. Das heißt, wenn wir sozusagen das nach vorne anspannen, die ganze Kraft, und wieder nach hinten lösen. Das machen wir jetzt nur, dass wir auf dem Bauch sind und es für die hintere Partie machen. Das heißt, wir haben sozusagen unsere Arme in so einer Art U und spannen dann wirklich einfach nur hinten, versuchen unsere Schulterblätter zusammenzupressen. Dass wir sozusagen unsere Schulterblätter annähern. Das Ganze halten wir circa 20 Sekunden, lassen dann locker, machen 30 Sekunden Pause, dass da wieder alles ein bisschen entspannt. Und das Ganze machen wir wieder 20 Sekunden, machen wir viermal. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Ich gucke jetzt mal gerade auf die Leute, die Kamera anhaben. Alles gut, oder? Okay, perfekt, Dankeschön. Im Chat steht auch nichts. Das heißt, wir begeben uns auf den Bauch. Arme sozusagen zu dem U. Wir gucken mit unserem Kopf nach unten. Sagt euch gleich, wenn es losgeht. 5, 4, 3, 2, 1 und starten und schön einfach oben die Schulterblätter zusammenpressen. Wir bleiben in dieser U-Haltung. Und ab, machen 30 Sekunden Pause. Langsam bereit machen. 3, 2, 1 und wieder anspannen. Fünfzehn Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins und ab.
können ganz entspannt. Können auch den Kopf auf die Matte legen, 30 Sekunden Pause. Dass ihr wirklich schön entspannt. Und 5, 4, 3, 2, 1 und hoch. Gut. Noch 15 Sekunden Pause und dann machen wir den Durchgang ein letztes Mal. Und gut. Können wir einmal kurz nach oben kommen, sozusagen in den Rundrücken wieder. Und einmal nach vorne, dass wir uns schön durchstrecken hier. Das war die erste Übung, weil es eine Kräftigungsübung, ich glaube, ich habe mich vorhin versprochen, war natürlich für den oberen Rückenbereich plus Schulterblätter, nicht der untere Bereich. Da habe ich mich, glaube ich, versprochen. Zumindest habe ich die ganze Zeit im Kopf, dass ich unter Rücken gesagt habe. Als zweites machen wir was für die Wirbelsäule. Das heißt, wir legen uns wieder auf den Bauch. Füße sind auf dem Boden, Arme sind, ich gehe mal so nach vorne, vielleicht sieht man es dann besser. Arme sind nach vorne gestreckt, Kopf liegt auf dem Boden auf. Und auf mein Kommando versuchen wir einfach, die Arme nach oben anzuheben. Das heißt, der Kopf kann schön aufliegen und es werden nur die Arme hoch nach oben angehoben. Das Ganze halten wir auch 30 Sekunden circa. Machen dann wieder unsere 30 Sekunden Pause und beginnen dann mit dem nächsten Durchgang. Auch hier machen wir 3 bis 4 Wiederholungen. Wir gehen schon mal in die Ausgangsposition, Arme nach vorne. Kopf auf den Boden. Und wir starten mit dem ersten Durchgang ab jetzt. Zehn Sekunden. Und gut. Absetzen. Einfach entspannen. Ihr könnt schön im gestreckten Zustand liegen bleiben. Kopf gerne auf die Matte.
15 Sekunden Pause. Langsam bereit machen. Und wir starten. Ab jetzt. Arme wieder nach oben. Und gut. Absetzen. Wieder entspannen. Bei der Übung auch wieder wichtig. Einfach die ganze Zeit nach unten gucken. Wieder nicht nach links, sondern nach rechts. Über den Kopf nach oben. Neigen immer schön auf die Matte gucken. Sekunden Pause. Und danach machen wir den letzten Durchgang. Langsam bereit machen. 5, 4, 3, 2, 1 und starten. Oben lang machen wieder eine Rundrücken, machen uns schön klein, entspannen uns. Und gehen wieder nach vorne raus, sozusagen in so eine umgedrehte Brücke. Und strecken unseren Rücken mal, machen mal so ein Hohlkreuz. Gehen noch einmal in den Rundrücken rein. Wer möchte, kann kurz gerne was trinken. Die zwei Übungen waren jetzt vor allem für die hintere Muskelkette. Machen jetzt noch eine Übung für die Bauchmuskulatur. Die Übung haben wir letzte Woche schon mal besprochen. Das war die Übung, wo wir vor allem die vordere Bauchmuskulatur trainieren. Ich mache einfach die Übung noch mal vor, damit sie noch mal jetzt hört ihr mich, glaube ich, wieder besser. Damit sie einfach nochmal in die Erinnerung kommt. Das heißt, wir machen unsere Füße wieder auf den Boden, legen uns wieder komplett ab, also auch der Kopf fliegt ab. Das war die Übung für die Lendenwirbelsäule. Wir spannen jetzt den Bauch an. Die Lendenwirbelsäule berührt ständig den Boden. Das kann man auch so ein bisschen kontrollieren wieder, indem man versucht, unten durchzugreifen. Wenn man merkt, man kommt vielleicht fast durch, Bauch ein bisschen mehr anspannen, sodass die Lendenwirbel die Matte berührt. Arme könnt ihr dann gerne hinter dem Kopf verschränken und dann drücken wir uns sozusagen wieder einfach nach oben raus. Lendenwirbel berührt aber weiterhin den Boden, setzen komplett ab und drücken uns dann wieder nach oben raus. Die Übung haben wir letzte Woche schon mal gemacht. Auch wieder hier bitte drauf aufpassen, wenn ihr irgendwie Verspannung oder so im Nackenbereich spürt, sagt mir bitte direkt Bescheid. Ansonsten machen wir das 15 Mal, wieder eine kurze Pause. Auch hier machen wir 3 Wiederholungen insgesamt. Wir starten, indem wir uns alle gemeinsam auf den Rücken legen.
Hände hinter den Kopf, Bauch wird angespannt, Lendenwirbelsäule berührt den Boden, kann man auch gerne noch mal kontrollieren. Und dann auf mein Kommando 15 Mal 3, 2, 1, hoch und runter. Hoch, runter, 2, hoch, runter, 3, hoch, runter, 4, hoch, runter, 5, hoch, runter, 6, hoch, runter, 7, hoch, runter, 8, hoch, runter, 9, hoch, runter, 10, hoch, runter, 11, hoch, runter, 12, hoch, runter, 13, hoch, runter, 14 und ein letztes Mal hoch und runter, 15. Wir bleiben einfach so liegen, entspannen uns kurz. Auch während der Übung immer mal wieder kontrollieren, dass man wirklich die Lendenwirbel, dass die den Boden berührt. Wenn ich spüre, nach der vierten, fünften Wiederholung, die Lendenwirbel verlässt sozusagen die Matte, wieder mehr Druck auf meinen Bauch, dass die Lendenwirbel wieder den Boden weiterhin berührt. Auch in der Übung immer wichtig, dass man das immer wieder kontrolliert, weil es in jeder Position sich verändern könnte. Machen noch 10 Sekunden Pause und dann gehen wir in den zweiten Durchgang. Fünf, vier, drei, zwei, eins und wir gehen nach oben, runter, eins, oben, runter, zwei, oben, runter, drei, oben, runter, vier, hoch, runter, fünf, hoch, runter, sechs, hoch, runter, sieben, hoch, runter, acht, hoch, runter, neun, hoch, runter, zehn, hoch, runter, elf, hoch, runter, zwölf, hoch, runter, 13, hoch, runter, 14, hoch und runter, 15. Bleiben wieder so liegen. Entspannen uns kurz. Noch 25 Sekunden Pause. Machen wir so 30 Sekunden Pause dazwischen. Und 5, 4, 3, 2, 1 und hoch, runter, 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 acht, hoch, runter, neun, hoch, runter, 10, hoch, runter, 11, hoch, runter, 12, hoch, runter, 13, hoch, runter, 14 und ein letztes Mal hoch und runter, 15. Sehr gut. Können kurz auf die Knie gehen, nochmal kurz entspannen.
Wer möchte, kann auch noch kurz was trinken gehen. Und wir brauchen für die nächste Übung dann bitte den Stock. Schau mal den Stock dann auch holen. Ich warte noch ganz kurz. Wir machen als erste Übung mit dem Stock eine Übung, die vor allem die Schultermuskulatur stärkt, weil wir mit der Übung vor allem so ein bisschen simulieren, die Kräftigung aus der Schulter über unseren Kopf sozusagen zu strecken. Man kennt es ja viel, wenn man irgendwie zu Hause was trägt, Wasserkästen, den Einkauf oder sowas. Meistens hängt das alles unten, die Lasten. Das heißt, wir haben sehr wenig Lasten, die wir sozusagen über unseren Kopf irgendwie stemmen müssen. Das heißt, dadurch ist wahrscheinlich auch die Schultermuskulatur eventuell nicht so ausgeprägt. Das versuchen wir mit der Übung ein bisschen zu mobilisieren. Wie gesagt, wir versuchen die Schulter dadurch ein bisschen zu stärken. Ich mache die Übung einmal mal vor. Wir nehmen den Stock einfach so mittig, kann man den locker nehmen, wie so, als ob man einen Speer werfen will. Kann man sich ein bisschen so vorstellen, wir bleiben auf dem Boden, sind mit einem Fuß noch mit dem Knie noch auf dem Boden, den anderen Fuß stellen wir auf, nehmen dann den Stock und wenn wir jetzt den Stock sozusagen verfolgen, wollen wir, dass der Stock immer vorne nach, also gerade zeigt. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen näher kommen. Also wir versuchen jetzt, dass der Stock gerade zeigt. Der guckt nicht nach unten, nicht nach oben, nicht nach links und nicht nach rechts. Der ist immer schön gerade. Und jetzt versuchen wir aus der Schulter uns nach oben rauszudrücken und versuchen dann, dass der Stock gerade bleibt. Wenn man merkt, dass der Stock sich irgendwie in seiner Richtung verändert, ich mache die Übung jetzt auch nochmal von vorne vor, damit ihr es auch nochmal von vorne seht, versuchen wir ein bisschen nachzubessern, einfach ein bisschen mit dem Handgelenk, dass wir einfach auch schön immer den Stock vorne haben. Das heißt, mein Stock habe ich jetzt hier in der Hand, mein Arm ist locker, den Stock habe ich fest wie so ein Speer und jetzt gehe ich hier schön nach oben, schaue immer dem Stock entlang, jetzt spüre ich zum Beispiel, dass mein Stock nach unten geht, also versuche ich den ein bisschen wieder mittig auszurichten und dann drücke ich den schön nach oben. Komm dann wieder mit dem Stock nach unten und geh dann wieder nach oben und versuch immer den Stock auszurichten, dass die Spitze immer gerade ist, wie gesagt, nicht nach links oder nach rechts geht. Das könnt ihr gerne mal kurz austesten, einfach ist ein bisschen eine Übungssache. Es wird schwierig sein, auch bei mir, um Gottes Willen, es ist nicht perfekt. Auch ich spüre immer wieder, dass mein Stock nach links oder nach rechts abweicht. Das Wichtige ist noch, dass wir wirklich, wenn wir in der Position sind, unsere Schulter nach oben führen und wirklich sozusagen durchstrecken. Also die hört nicht hier auf, die Bewegung, sondern ich gehe mit meiner Schulter schön, so weit es geht, schön gerade nach hinten, bewege meinen Stock wieder nach vorne und gehe richtig wieder nach hinten aus. Einfach mal kurz ein bisschen testen, so ein bisschen, dass man ein Gefühl bekommt. Ich warte auch ganz kurz und dann machen wir ein paar Wiederholungen. Einfach gerne mal wirklich den Stock nehmen, mal nach oben gehen langsam, ein bisschen nochmal testen einfach. Auch mal die Hand wechseln, das machen wir dann sowieso. Meistens fängt man ja mit seiner stärkeren Hand an. Und es gibt so zwei Möglichkeit, einmal spüre ich ja so ein bisschen, wenn mein Stock anfängt sich zu bewegen und ich kann auch vorne versuchen, auf die Spitze so ein bisschen drauf zu schielen, um dann zu sehen auch, in welche Richtung mein Stock, sage ich mal, ausschlägt oder nicht. Ich nehme meinen Stock auch mal in die Hand. Ansonsten Knie, Bein mal aufstellen. Davon machen wir 10 Wiederholungen auf der rechten Seite. Wir haben unseren Stock in der Hand, wir richten unseren Stock jetzt mal schön aus. Wir gucken mal, okay, ist er gerade, nicht nach oben, nach unten, er ist wirklich schön gerade nach vorne.
Er liegt locker in der Hand. Und jetzt versuchen wir ganz gemütlich, jeder in seinem Tempo, den Stock nach vorne, nach oben zu führen und zu gucken, dass er nicht zu weit ausschlägt, gerade bleibt. Und dann wieder langsam nach unten. Auch beim Herunterführen gucken, dass der Stock auch wieder hier gerade bleibt, dass man nicht dazu neigt, sozusagen den Stock nach vorne zu kippen. Kann sich so ein bisschen vorstellen, auch dass da Wasser drin wäre. Das heißt, wir versuchen das Wasser sozusagen zu balancieren und versuchen nicht, dass das Wasser auskippt. Machen das Ganze noch dreimal. Innen schön nach oben. Und langsam nach unten führen. Ihr könnt danach, wie ihr möchtet, gerne den Arm kurz ausschütteln. Wir wechseln danach direkt auf die andere Seite, auf die linke. Auch hier wieder den Stock erst ausrichten und langsam nach oben führen. Wahrscheinlich wird es hier auch wieder eine Seite geben, die super gut läuft, bei der anderen, wo es schwieriger wird. Bei mir ist es bei der linken Seite, mein schwächerer Arm, fühle ich mich auch ein bisschen unwohler, muss ich mich mehr konzentrieren und versuchen schön nach oben zu drücken. Die komplette Bewegung der Schulter sozusagen ausstrecken. Sehr gut. Und noch zweimal. Und ein letztes Mal nach oben. Und gut. Wir wechseln nochmal auf die andere Seite. Auch hier nochmal kurz linke Arm ausschütteln, nochmal den Stock in die rechte Hand nehmen. Wir machen jetzt auf der rechten Seite nochmal 8 Wiederholungen. Ich warte immer so ein bisschen, bis jeder so gefühlt ist, den Stock ausgerichtet hat. Und bewegen ihn schön nach oben. Und denkt immer so ein bisschen an das Wasser, dass er schön gerade bleibt. Sechs, jawohl, super. Sieben. Und ein letztes Mal auf der rechten Seite nach oben führen. Und acht.
Wechsel nochmal auf die linke Seite. Stock wieder ausrichten. Ich warte wieder kurz. Und auch hier 8 Wiederholungen. Schön nach oben gehen. Und schön langsam runter. Hoch. 4. Fünf. Sechs. Super. 7. Und ein letztes Mal. Und 8. Stopp, wieder langsam absetzen. Könnt aufstehen. Arme kurz ausschütteln. Wer will, vielleicht auch die Beine ausschütteln. Bleiben nochmal beim Stock. Heißt, macht die Übung einmal vor. Wir greifen jetzt den Stock sozusagen hinter unserem Rücken und der Stock wird dann 3 Punkte an unserem Körper berühren. Das heißt einmal sozusagen den Hinterkopf, Brustwirbelsäule und das Steißbein. Das heißt, es müsste dann ungefähr so aussehen. Meine Hand, die rechte, greift oben sozusagen an den Nacken. Die linke Hand greift so ungefähr an die Lendenwirbelsäule. Ich ziehe meine Schultern nach hinten an. Also meine Schultern sind nicht vorne, sondern meine Schultern sind hinten. Und ich berühre immer noch die 3 Punkte. Also ich berühre immer noch meinen Kopf, meine Brustwirbelsäule und mein Steißbein. Und jetzt gehe ich sozusagen nach vorne in die Ausgangsposition. Und jetzt wird es schwierig. Jetzt möchte ich immer noch, dass ich die 3 Punkte berühre. Schultern immer noch nach hinten anziehen. Und ich gehe jetzt immer durch. Ich berühre den Stab am Kopf. Ich berühre den Stab an der Brustwirbelsäule sozusagen. Und ich berühre den Stab am Steißbein. Und ihr müsstet dadurch eine Spannung im hinteren Bereich hier im Oberschenkel auch spüren. Das kann man mal ungefähr einmal durchgehen, das kann jeder mal für sich machen. Genau, ich schiebe den Rücken schön nach vorne. Und ich müsste dann im hinteren Bereich, in meinem Oberschenkel hier, immer noch eine Spannung spüren. Da müsst ihr wirklich eine Spannung hinterm Oberschenkel spüren. Wenn ihr das nicht spürt, dann versucht euer Gesäß noch ein bisschen weiter nach hinten zu schieben. Sodass ihr das Gefühl habt, ihr müsst eure Beine strecken. Das kann jeder mal testen und mir mal Bescheid geben, ob er das spürt. Jeder kann man den Stock greifen, wie ich es gesagt habe, also einmal hinten schön am Nacken greifen den Stock und dann an der Lendenwirbel ungefähr. Ich mache es noch einmal vor, dass ihr mich von hinten seht. Und in die Position gehen und jetzt schön Beine ein bisschen breiter. Schulter nach hinten anziehen. Nach runter gehen, so gefühlt in die Kniebeuge gehen und jetzt müsstet ihr im hinteren Teil von eurem Oberschenkel ein Ziehen spüren, also wie so eine Art Dehnung. Spürt ihr das?
Ich gucke jetzt mal gerade. Okay, Daumen, Daumen. Ja. Guck auch mal in den Chat einfach mal rein, ob ich das im Chat lese. Könnt auch natürlich gerne das Mikrofon anmachen, wenn ihr es nicht, wenn es nicht so ist oder wenn ihr einfach nur kurz Ja sagen wollt. Alles super. Spürt man? Jawohl. Okay, perfekt. Okay, super. Und bei der Übung ist es jetzt Folgendes. Das heißt, das hier ist unsere Ausgangsposition. Und ihr werdet immer wieder kontrollieren, ich berühre den Stab am Kopf, ich berühre den Stab an der Brustwirbel und ich berühre den Stab sozusagen am Steißbein. Und aus der Position drücke ich mich nach vorne raus und gehe wieder in die Position und drücke mich dann wieder nach vorne raus. Und immer wenn ich in diese Position komme, wo ich im hinteren Bereich meinen Oberschenkel spüren, wenn Ziehen spüre, möchte ich, dass ihr im Kopf durchgeht, ob ihr diese drei Knotenpunkte berührt. Berühre ich meinen Kopf, berühre ich die Brustwirbel hinten und berühre ich mein Steißbein. Wenn das nicht so ist, einfach ein bisschen fühlen, was muss ich machen. Vielleicht muss ich mein Gesäß ein bisschen weiter nach draußen schieben. Ansonsten, wenn ich jetzt ja nur positives Feedback bekommen habe, nehme die Ausgangsstellung mit dem Stab ein. Also wir berühren alle drei Knotenpunkte und wir kippen uns nach vorne und lösen das Ganze. Wir stehen wieder gerade und gehen nach vorne und gerade. Zwei, immer schön die Schultern anziehen und nach vorne. Drei, vorne. Vier, nach vorne. Fünf, nach vorne. Sechs, nach vorne. 7, nach vorne, 8, nach vorne, 9, nach vorne und 10. Kurze Pause. Damit trainieren wir, wie gesagt, wir haben sozusagen eine Spannung im hinteren Bereich vom Oberschenkel. Im Oberschenkel ist es eher so wie so eine Art Dehnung, aber wir trainieren auch die Schultermuskulatur. Also es wird ein bisschen mobilisiert, weil wir unsere Schultern Blätter nach hinten anziehen und auch die Rumpfstabilisation wird dabei trainiert. Das Ganze haben wir jetzt gemacht. Ich gehe auch mal davon aus, dass die starke Hand oben war. Also wenn ich davon ausgehe, dass ihr Rechtshänder seid, war bestimmt die rechte Hand oben. Wir machen das ganze Spiel jetzt umgedreht. Das heißt, die linke Hand ist oben, die rechte Hand ist unten. Auch jetzt wieder die Schulterblätter hinten anziehen. Wir kontrollieren die drei Punkte. Kann jeder für sich kontrollieren. Hitzerkopf, Brustwirbelsäule, Steißbein. Und wir gehen in die Ausgangsposition. Und hoch. Und Ausgangsposition. Und hoch. Sehr gut. Und immer in der Ausgangsposition kontrollieren, berühre ich überall noch die Punkte. Hoch. Schultern schön nach hinten anziehen. Hoch. Hoch. Sehr gut. Hoch. Noch dreimal auf der Seite. Hoch. Zweimal, hoch und ein letztes Mal und hoch. Kurze Pause, könnt euch entspannen, auch mal vielleicht die Schultern ein bisschen kreisen. Wer möchte auch wieder die Beine auslockern, wir wiederholen das Ganze nochmal auf der rechten Seite, beziehungsweise natürlich auf beiden Seiten.
Wir greifen wieder diesmal mit der rechten Hand oben, linke Hand an der Lendenwirbel, rechte Hand ungefähr am Nacken. Schultern nach hinten anziehen. Beine ein bisschen breiter. Und wir gehen schön in die Ausgangsposition. Wir spüren die Oberschenkel und hoch. Eins. Ausgangsposition. Zwei. Ausgangsposition. Drei. Ausgangsposition. Vier. Fünf. Super, macht ihr das. 6, 7, 8, 9 und 10. Und wir greifen direkt um. Linke Hand vorne. Kontrollieren wieder die Punkte. 1, 2, 3, jawohl. Und gehen in die Ausgangsposition und nach oben. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 und ein letztes Mal und 10. Und wir können wieder gerne die Schulter ein bisschen kreisen. Füße lockern. Wer möchte, kann auch noch mal kurz was trinken. Ansonsten warte ich natürlich kurz. Wir starten mit der letzten Übung. Letzte Übung ist einfach nur so ein bisschen eine Übung, so ja, einfach ein bisschen Spaß auch zu haben. Eine Übung für die Hand-Augen-Koordination. Einfach den Stab vor sich hinstellen sozusagen. Ich mache die Übung mal vor. Danach ist die relativ schnell zu verstehen. Stelle mich so ein bisschen locker in den Beinen hin. Stelle den Stab vor mich und lasse den Stab los. Und warte, bis er fällt. Greif nach unten, gehe dem Stab hinterher. Versuche den Stab vor den Boden aufzufangen. Das heißt, ich muss sozusagen einfach mit meinen Augen sehen, wohin bewegt sich der Stab, fällt er vielleicht nach hinten, mache ich natürlich vielleicht einen Schritt zur Seite, fange dann den Stab auf. Das kann ja links und rechts passieren, vielleicht fällt er auch mal diagonal. Einfach so ein bisschen, ja, als Spaßübung. Das Ganze machen wir jetzt einfach nur so eine Minute, um auch ein bisschen schon mal runterzufahren, Hand-Augen-Koordination zu trainieren. Da könnt ihr jetzt schon mit starten. Mehr habe ich dazu nicht zu erzählen. Einfach ja, locker versuchen, den Stab aufzufangen. Dann den Stab wieder schön ausrichten. Man kann gerne versuchen, auch mit links oder mit rechts zu fangen.
So circa 30 Sekunden einfach noch. Das kann man natürlich variieren, indem man versucht, den Stab kurz vor dem Boden erst aufzufangen oder direkt, wenn man sieht, dass er schon kippt. Da kann man einfach so ein bisschen erfinderisch sein. Genau, super. Den Stab könnt ihr jetzt erstmal zur Seite legen. Wir haben jetzt da schon 43, vielleicht knapp fast über der Zeit dann auch, aber ich würde gerne mich trotzdem noch ein bisschen mit euch ausdehnen. Ich hoffe, es ist noch in Ordnung. Fang einfach ein bisschen an, weil wir jetzt das auch viel für die Schultern gemacht haben, die Schultern zu mobilisieren. Das heißt, wir kreisen einfach mal ein bisschen auch, um Cooldown zu haben. Hatten wir jetzt mit dem Stock natürlich auch einfach mal unsere Schulter nach hinten. Und wir greifen die Schulter mal nach vorne. Lockern mal die Arme, nehmen unseren Arm hinten hinter die Schulterblätter und dehnen mal unseren Trizeps. Das halten wir so für 15 Sekunden. Und wir wechseln den Arm. Arme ausschütteln, nehmen den Arm vorne mal nach vorne versuchen so den Oberarm sozusagen Richtung Hals zu drücken, so ein bisschen auch hier einfach mal halten wir für 10 Sekunden, um in der Dehnung zu bleiben. Gut, und wechseln. Gut, Arme ausschütteln, greifen jetzt mal an unseren Spann, versuchen bei der Übung noch ein bisschen die Hüfte nach vorne zu schieben. Das halten wir noch für 10 Sekunden.
Gut. Und wechseln auf die andere Seite. Ab und als letztes einfach nochmal Bein raus, mit dem rechten Bein abknicken, linke Bein ist gestreckt, man kann ein bisschen Gewicht, entweder kann man es hier aufs Standbein machen oder hier auf das gestreckte Bein ein bisschen Gewicht drauf geben, dass man im Leistenbereich noch eine Dehnung spürt. Das Ganze halten wir auch noch circa für 10 Sekunden. Und gehen in die Mitte und von der Mitte auf die andere Seite. Auch hier haben wir noch 15 Sekunden circa. Und gut, kommt zusammen, schütteln die Arme nochmal aus, die Beine aus. Dann vielen Dank, dass ihr mit mir überzogen habt. Ich bedanke mich, dass ihr wieder da wart. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, es war aber was anderes mit dem Stock. Für nächste Woche vielleicht schon mal die Reaktivhanteln auch zusammenbauen. Bringen Sie euch schon mal kurz, ich zeige es euch schon mal ganz kurz, dass ihr es nochmal wisst. Also einfach eine Flasche nehmen, 0,5er Flasche oder auch gerne eine 1 Liter Flasche und so 40% ungefähr füllen. Ich habe jetzt, wie gesagt, Vogelsand reingemacht, kostet 5 Kilo, 1,94 Euro oder so, ist auch relativ billig. Die Flaschenzeug hat man ja sowieso zu Hause. Das für nächste Woche vielleicht bitte fertig machen. Ich gehe davon aus, dass ihr nächste Woche damit schon trainiert. Ansonsten habe ich, wie gesagt, dass ihr ein bisschen Spaß hattet heute, was anderes mal gemacht habt. Wünsche euch noch einen schönen Montag.